Yo Leute, was geht und nochmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja Freunde, wir sind zurück bei Torzo Discard und ich denke mal, ihr wisst alle, was letztes Mal passiert ist. Heute wollen wir es auf jeden Fall nochmal versuchen, uns diesen Calejon für die Bank zu erspielen, denn ihr habt in den Kommentaren wieder fleißig abgestimmt, wart auf jeden Fall wieder gut dabei und habt gesagt, ja Mann, mach dieses Daily Knockout Turnier und versuch dir den Calejon dann nochmal zu erspielen, dass du ihn für die Bank bekommst. Deshalb mache ich das natürlich heute nochmal. Ich stehe jetzt wieder im Halbfinale. Wir haben zwei Spiele vor uns. Aber vorher müssen wir noch den Spieler aus der letzten Episode upgraden. Vorweg, Freunde, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dieser Episode wieder einen Daumen nach oben da lasst und bei der Abstimmung teilnehmt. Wie immer, 10.000 Likes und 10.000 Kommentare habt ihr bis jetzt immer geschafft. Also haut da wieder raus, Freunde. Support ist da. Und jetzt packen wir mal den Spieler rein, der die Abstimmung gewonnen hat. Und heute neu ins Team gelangt der gute Team of the Season, Marc-André ter Stegen. Damit unser vierter Tots. Der kommt ja sogar schon auf, ja, ganz ordentliche 6 Chemistry-Punkte hier auf der Torhüter-Position. Könnte dann nachher vielleicht ein Link zwischen der spanischen und der deutschen Liga werden. Müssen wir mal schauen. Der hat auf jeden Fall das Voting gegen Piqué gewonnen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lange rum, sondern gehen rein ins erste Spiel. So Jungs, wir gehen rein in die erste Partie, Halbfinale. Und unser Gegner hat direkt ein richtig heftiges Team, Alter. Nein, 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 nicht direkt, nicht. Ah! Es geht direkt wieder los, dritte Minute. Alter, das ist genau wie letzte Folge. Genau wie letzte Folge. Komm, Messi. Komm, Messi. Komm, Messi! Und er gibt dem Keeper ein Beini. 9 Minuten gespielt. 1:1. Lionel Messi, es geht doch. Starkes Ding. Messi! Und das 2:1. Let's go, Mann. Endlich machen wir mal unsere Chance, Mann. Leonardo. Iheanacho, das ist doch so nicht, Mann. Oh, der kommt aber noch mal. Iheanacho! Und da ist das 3:1. Jawoll, es läuft, Jungs. Nein, und er kommt direkt wieder dran. Oh Gott, Jungs, was für ein Chaos-Spiel schon wieder. Und Messi mit dem 4:2. Dreierpack. Lionel Messi. Nein, jetzt kriegt er nicht wirklich einen Elfmeter. Jetzt kriegt er nicht wirklich und ich krieg rot. Oh mein Gott. Oh nein. Halt ihn bitte. Ach du Scheiße. Jetzt spielen wir 53 Minuten, 43 Minuten Unterzahl. Ach du Scheiße. Messi, ich spiele dich, wenn du da reinmachst. Bitte. Ah, auf den Keeper. Aber der Ball ist noch heiß. What the fuck, was da passiert? Nein, 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 nein! Ah, er macht das 4-4. Ja, Nolito. Oh! Nacho! Holy shit, geht hier an die Latte. Jungs, das geht in die Verlängerung, Alter. Boah, was ein nervenaufreibendes Spiel zum Auftakt hier. So schlecht, so schlecht, so schlecht verteidigt, so schlecht verteidigt. Nein! Mann, ich verspiele schon wieder eine 4-2-Führung. Ihr Nacho. Nein, mach ihn doch rein, Alter. Komm schon. Nolito, let's go, 5:5. Ey, dieses Spiel ist einfach nur krank, Mann. Ja, Luck, Nolito! Ich liebe dich, Nolito. Oh mein Gott, 6:5. Nächster Treffer von Nolito. Oh, in Unterzahl, wenn wir das halten können, Jungs. Irgendwie, nein. Keeper, bitte, bitte, einmal halt ihn. Oh, 118. Das ist so ein spannendes Spiel. Das ist so ein spannendes Spiel. Ich muss den Ball rausbekommen. Ich muss den Ball irgendwie rausbekommen. Irgendwie den Ball rausbekommen. Komm bitte. Kriegt doch irgendwie den Ball da raus. Aber was sind da für Lücken? Was sind da für Lücken?
Hey. Oh, Jungs, ey, es geht ins Elfmeterschießen. Alter. Komm, den ersten in die Mitte schieben. Oh Gott. Halt ihn bitte. Ja, vorbei. Come on, Nolito. Einfach nur antippen. Nolito. Der geht rein. Der geht rein. So, jetzt gegen Falcao. Alter, ist das spannend. Messi. Messi! Wichtig. Und jetzt den halten. Ja! Komm schon! Komm schon, bitte, Kimmich. Das könnte so wichtig werden. Kimmich. Kimmich. Kimmich! Und jetzt halten. Und jetzt halten. Bitte halt ihn. Ter Stegen, mach dich unsterblich! Okay, komm, wir müssen jetzt nur treffen. Nur treffen. Nur treffen. Verschießen ihn natürlich, wir verschießen ihn natürlich. Ey. Komm schon, gegen Kane. Nein. Nein. Isco. Ja. Er macht ihn, ey Jungs, das ist so spannend. Halt ihn jetzt, Ter Stegen. Ja, wir haben es! Wir sind im Finale! Let's go, Mann, Elfmeterschießen gewonnen! Juckt mich auch gar nicht, wie viele Coins wir jetzt haben. Alter, in Unterzahl! Yes! Okay, Freunde, wir sind wieder im Finale, so wie letzte Folge. Aber wir haben einen großen Nachteil, und zwar dieser Paletta. Der hat ja eine rote Karte bekommen und den können wir diese Partie nicht benutzen und müssen da jetzt wirklich einen Bronzespieler hinstellen. Und zwar ist der gute Galilea, wenn man ihn so ausspricht, jetzt hier am Start. Das heißt, wir müssen mit einem Bronzespieler das Finale spielen. Ah, es kann was werden. Wir gehen mal rein in die Partie. So Jungs, nach der Zitterpartie geht's jetzt rein ins Finale. Ach du Scheiße. Der Gegner hat einen neuen Team of the Season Spieler und hat davon vier Spieler mit einer Upgrade-Karte. Und ich laufe mit einem Bronzeverteidiger rum. Come on, das ist ein guter Pass. Komm, komm, steck ihn durch. Thiago, mach ihn! Mach ihn, er macht ihn! 1:0! Let's go, Mann! Gegen so einen Scheißgegner mit Abkarten. Komm hier, Nacho, komm hier, Nacho, komm hier, Nacho, komm, komm, schieb ihn rein! Er macht ihn rein! 2:0! Let's go, Mann! Nein, 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 nein! Konter mit Messi. Come on. Da ist keiner mehr. Wir sind frei durch. Messi. 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 Macht ihn rein! Ja! 3:1! Oh mein Gott, gegen dieses overpowerte Team vom Gegner. Abgefälscht, Glück gehabt. Scheißegal. Hier, Nacho. Wenn du den machst. Hier, Nacho, er macht ihn. 4:1! Das muss es jetzt sein, Jungs. Jawohl. Nolito, wie er da durchgeht. Wie er da durchgeht. Messi und das 5:1. Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass wir den so auseinandernehmen am Ende. Der Gegner ist gequittet, Verbindung unterbrochen. Alter, ich dachte gerade, wir kriegen Disconnect. Und damit haben wir den Calejon. Gib nochmal 200.000 Coins wegen Rage Quit. So gehen wir dann am Ende mit 500.000 Coins aus beiden Partien. Und kriegen natürlich den Calejon als unseren Einwechselspieler. Dafür habt ihr ja gestimmt. Richtig nice Karte. Und jetzt können wir auch mal ab der 70. Minute einen schnellen Spieler bringen. Und da haben wir ihn jetzt auf der Bank, den guten Calejon, den wir uns erspielt haben. Es hat 2 Folgen gedauert, aber wir haben ihn jetzt. Es war vor allem diese Folge mega spannend und mega umkämpft. Aber da ist er nun. Das ist unser aktuelles Team. 4 Team of the Season Spieler haben wir jetzt in der Startelf. Einer auf der Auswechselbank und jetzt soll natürlich ein 5. dazukommen. Wir haben uns nämlich 500.000 Münzen erspielt und ich würde sagen, ich stelle euch da mal die Spieler vor, die heute zur Auswahl sind und dafür wisst ihr Bescheid, einfach wieder die Hashtags in die Kommentare spammen. Macht auf jeden Fall alle mit. Würde mich freuen, wenn wir wieder über 10.000 Kommentare haben. Und ich stelle euch jetzt die Spieler vor. Spieler Nummer 1 wäre heute der gute Gomez aus der Calcio A. Sehr nicer Stürmer, klein, beweglich, ultra krasses Dribbling. Würde er ja zu Messi linken, wäre eine ganz nice Sache. Und Option 2
wäre der gute Carrasco von Atletico Madrid. Mit dem könnten wir dann irgendwie in die spanische Liga noch gehen, dann vielleicht Isco in die Mitte stellen. Da wird uns auf jeden Fall was einfallen. Schreibt jetzt auf jeden Fall Hashtag Carrasco oder Hashtag Gomez in die Kommentare, welchen Spieler ihr in der nächsten Folge sehen wollt. Ich bin auf jeden Fall raus, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Ciao.